Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 4 unseres Let's Plays Staffel 2 zwischen Bestimmung und Zufall, heißt's ja. Ich habe da immer noch meine Schwierigkeiten. Trotz alledem freue ich mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen hier unsere liebe Jasmina. In der letzten Folge, am letzten Samstag, habt ihr die Folge von der lieben Bianca gesehen, meiner lieben Spielleiterin. Schaut da gerne mal vorbei und an dieser Stelle hole ich sie natürlich auch dazu, denn sonst wäre es ja langweilig ohne sie. Hallo liebe Bianca, bist du da? Kerstin, hallo liebe Zuschauer, ich bin auf jeden Fall da und natürlich auch hallo Jasmina. Als erstes, bevor wir jetzt hier irgendwie ins Spiel starten, brauche ich, glaube ich, mein Rad, ne? Ja, da kommen wir leider nicht drum rum. So, da habe ich mal das Rad hergeholt. Wir haben hier Haushalt tauschen. Das war in der letzten Folge dran. Ich verrate ja jetzt hier an der Stelle nicht zu viel. Wenn ihr die Folge gesehen habt, die letzte, habt ihr bestimmt bemerkt, dass ich mit der lieben Olga gespielt habe. Das nehme ich nicht raus, aber wenn das heute gewürfelt wird, zählt das natürlich nicht. Also dann, bist du bereit, liebe Bianca, auf geht's. Und was du jetzt erdrehst. Also wir haben es beschrien. Genau, also nochmal. Oh, 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 oh! Oh nein! Okay, ihr könnt es lesen. Baby machen. Ja gut, dann räume ich mal das Rad wieder beiseite. Und ich würde sagen, wir starten ins Spiel. Das war ja wunderschön erdreht. Das hätte nicht besser von mir kommen können. Crasht ein bisschen mit dem, was ich so vorhatte. Aber okay, das sehen und hören wir dann gleich. So, sie möchte eine Stunde selbstsicher schwimmen. Und was macht sie jetzt? Sie steckt jetzt die Wäsche in die Waschmaschine. Das finde ich eine gute Idee. Denn da drinnen sieht es nämlich ganz schön aus. Wo steckst denn du die in die Waschmaschine? Das frage ich mich gerade auch. Ah, ich glaube, sie sammelt oben auch noch die Wäsche ein. Ja, ah, da. Ah, okay. Ich habe gerade schon gedacht, sie hat heimlich noch eine Waschmaschine gekauft. Nein, nein, hat sie nicht. Ja, gut, aber das ist gut, dass sie das von sich aus macht. Das sieht schon viel besser aus. Und wir haben keinen Wäschekorb. Deswegen würde ich mal ganz schnell ins Baumenü gehen und ihr zwei Wäschekörbe hinstellen, oben und unten, oder? Oder eigentlich reicht einer, oder? Das kannst du machen, wie du möchtest, aber eigentlich reicht einer, ja. So, der Wäschekorb ist platziert, dann dürfte das jetzt funktionieren. Ja, es irritiert mich nur gerade, dass damit der Rabatttag nicht zählt. Gibt's da, müssen die irgendwie mindestens 500 Simoleons oder so aus? Ah, okay, ja. Ja, mindestens 500 Simoleons. So, dann schauen wir mal hier nach unserem Flitzi. Ist der noch drin? Ja, da ist er. Da, Flitzilein. Spiel mit ihm. Und lass dich nicht schon wieder beißen. Ja, das wäre nicht gut, wenn du dich nochmal beißen lässt. Und? Ihr müsstet doch euch jetzt schon gut verstehen, oder? Ich befürchte, du hast ihn... Nein, sie hat ihn nicht an der Nase hängen. So. Und er kann ja hier selber ein bisschen spielen. Er braucht Aktivität, aber das kann ich ihm nicht anweisen, ne? Soll er sich in die Rakete setzen und wieder davon fliegen? Genau. Dann gehe ich mal hoch und Jeffrey hat ja in der letzten Folge das Bild gemalt. Die Frage ist, kann ich das verkaufen einfach? Das ist ja von ihm oder soll ich... Hast du da irgendwas, was ich nachmachen darf oder nicht? Also das hat ja Jeffrey gemalt.
Du kannst das, genau, deswegen, also eigentlich ist es nicht meine Entscheidung, ob du das jetzt in die Galerie setzt oder verkaufst, das ist eigentlich deine Entscheidung. Okay, dann werde ich das jetzt verkaufen, weil das sind ja die Sachen, die die Jasmina malt. Und das von der Jasmina, oh, das ist gleich 416 Simoleons wert. Das tue ich im Inventar platzieren, weil das kommt in ihren Laden. Unser Jeffrey ist auf der Arbeit Oh yeah. und ist total angespannt. Rudelbewährung. Ja, da war ja was. Genau, schau mal bitte bei ihm ganz kurz rein. Der kann kein Werwolf sein, weil wenn er ein Werwolf wäre, er ist bestimmt nur dieser Kommune beigetreten. Ich glaube, das ist hinten bei den Gruppen. Also, da steht nur nicht mal. Also er gehört keinem Werwolfrudel an. Ja, nee, dann lassen wir das auch. Und ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass er. Das wird irgendein Bug gewesen sein. Ja, vermutlich. Das sieht zu so schön aus da mit dem Springbrunnen und so weiter. So, aber ja gut, dann kann ich jetzt nichts machen. Aufgaben habe ich bis jetzt auch nicht bekommen, weil den Jeffrey braucht man ja zum Baby machen eventuell. Hä? Was macht die denn jetzt da? Wieso steht sie an. Olivia, und vor allen Dingen, wieso stehst du draußen? Drin? Hä? Hier ist wieder irgendwas strange. Ist die Tür falsch rum? Selbst wenn, müsste sie trotzdem draußen stehen, weil ich wüsste jetzt nicht, dass die Richtung der Türe angibt, ob sie drinnen oder draußen stehen. Naja, gut, wir können sie ja mal. Wir kennen die gar. Ach so, er kennt sie nicht, aber sie kennt sie. Oh, was ist hier? Plaudern. Oh, das habe ich jetzt weggeklickt. Ich bin blöd. Das ist nicht schlimm. Ich war eigentlich sowieso da eigentlich eher dafür, dass sie zum Laden fährt, weil sie möchte ja auch ein bisschen Geld verdienen, ne? Ja, das hätte ich eigentlich auch gemacht. Wer bist denn du? Also dann zieh dich mal ordentlich an, Jasmina. Wir haben ihr denen neue Outfits gegeben. Und ich denke, wenn sie in den Laden geht, ist da ihr zweites Outfit ganz gut angebracht. So, ja, dann reisen wir mal. So, Jasmina ist jetzt gerade an ihrem Laden angekommen und hat hoffentlich den Laden geöffnet. Da schauen wir gleich mal nach. Ja, er ist offen. Das ist sehr gut. Sie hat hier ja auch alles. Sie hat ja ein kleines Badezimmer und hier kann sie auch essen, wenn sie Hunger hat. Aber momentan fehlt ihr nichts. Was ich noch gemacht habe, ich habe noch eingestellt, dass sie jetzt 50% Gewinn macht und wir haben hier schon Bilder verkauft gehabt. Ich entferne mal das Schild, weil da gibt es ja nichts mehr zu kaufen. Und ich werde hier auch das Schild entfernen. Ich werde lieber ein Bild dranhängen, ein neues. So, da ist unser Laden nämlich wieder gefüllt zum Verkauf kennzeichnen. Und das natürlich auch. So, liebe Leute, und wo seid ihr? Keiner kommt? Ja, genau das irritiert mich jetzt, denn eigentlich hatte meine Aufgabe so ein bisschen mit den Leuten zu tun, die in den Laden kommen. Okay. Und jetzt steht Jasmina da und ja. 17:47 Uhr und langweilt sich. Sonst sei doch mal frech und lad doch mal ein paar Leute, die sie kennt, auf das Grundstück ein per Telefon. Vielleicht hilft das ja. Das könnte ich machen. Ihr geht's auf jeden Fall sehr gut. So, ich habe jetzt mal ein paar eingeladen. Mal sehen, wer kommt. So, das reicht jetzt. Aber die kommen brav. Das Problem ist bloß, kaufen die dann auch was? Das weiß ich nicht, aber wir können dann gleich einfach mal gucken, wenn wir dann die Gruppe auflösen, ob die dann was kaufen. Wir testen jetzt. Wir testen jetzt live für euch. Okay. Also für euch nicht mehr live, aber für uns ist es live. Ja. So, letzten Anruf und dann, was da ist, ist da. Wer nicht da ist, ist nicht da. Dann ist es halt so. Ja, es sind einige gekommen. Ich habe jetzt die Runde noch aufgelöst, so wie du gesagt hast, liebe Bianca. Und dann werden wir mal schauen, was da passiert, ob sie da was kaufen oder nicht. Das ist aber schon ein bisschen cheaten, oder? Wenn sie was kaufen, ist es ja deren Sache. Du hast sie ja nicht gedrängt, was zu kaufen. Du hast sie nur eingeladen. Ja. Jasmin hat beschlossen, erstmal auf Toilette zu gehen. So, und wir haben hier Party. Okay. Die scheinen sich zu mögen, die zwei. Sehr gut. Kann ich denn mit denen jetzt über. Nein, also ich kann hier keine Ladenaktionen machen mit denen. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, wie dieser komische Mann mit den roten Schuhen heißt? Der hier, das ist der Enrico Meyer.
Wenn ich das richtig gesehen habe und mich jetzt nämlich nicht vertan habe, ich hatte nämlich eine klitzekleine Reihenfolge in meinem Kopf, damit du die aber nicht weißt, habe ich dir natürlich jetzt nicht vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge du die Leute anrufen sollst. Gut. Ich habe mir ausgedacht, dass nämlich Kandidat 3, 5 oder 7, die den Laden betreten, gegebenenfalls Jasminas Interesse wecken. Und zwar in romantischer Hinsicht. Und das sind nämlich jetzt witzigerweise, Nummer 3 wäre nämlich der Max gewesen. Nummer 5 wäre dieser Enrico Meyer gewesen. Und wenn ich mich nicht sehr verzählt habe, ist Nummer 7 Conny. Wenn nicht, wäre es glaube ich, Angela. Und das ist, glaube ich, unpassend. Gerade in Hinsicht auf deine Aufgabe, die du noch zu erledigen hast vom Rat. Und mit denen soll ich ein Baby machen? Mit einem von den dreien? Ist deine Entscheidung, ob du ein Baby machst. Aber ein romantisches Kröschen anfangen darfst du auf jeden Fall. Mit einem, also habe ich die Aufgabe jetzt richtig verstanden? Mit einem von den dreien? Mit Max? Ja. Mit Enrico? Oder mit Conny? Soll ich eine romantische Aktion? Soll ich romantisch werden? Ja. Und eine Aktion ist natürlich wie immer ein bisschen wenig. Wir haben uns irgendwann auf die Zahl 3 eingeschossen. Okay, gut, dann würde ich jetzt so sagen, wir verschönern ihm mal den Tag. Wir verschönern ihm den Tag. Und den, komm, Gleichberechtigung gehört ja auch dazu. Aber mit dem hat sie nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Kannst du ihm den Tag auch verschönern? Nein, mit ihm kann sie nur Fotos teilen, dann machen wir das. Du sollst nicht mit dem reden. Also mit dem, mit ihm hat sie jetzt das abgebrochen. Mit Conny redet sie und mit Enrico. Ist Conny nicht vergeben? Liebe Conny war mal ganz am Anfang Jasminas Schwarm. Dann war er verheiratet. Dann hat er unzählige Kinder bekommen mit weiß ich nicht wem alles. Was geht da? Sie teilt ihm die Fotos mit, weil ihr da Tagverschönerung nicht gegangen ist. Nee, ich meinte mit unserem Vermieter und dieser Frau Gramberg. Ach so, okay. Keine Ahnung, was die haben. So, also der andere, der ist gegangen. Die unterhalten sich ganz schön lange. Conny, können wir mal über Interessen reden? Und dann fangen wir mal an mit der ersten romantischen Aktion. Wir machen mal ein Kompliment übers Aussehen. Und du, Typi, auch 3. Jetzt können wir ihm auch den Tag verschönern. Ich habe es jetzt weggeklickt, ich scharf. Den können wir mal kennenlernen und er geht. Okay, also. Ja. Es ist auch schon 23.57 Uhr, also sie kann das auch gerne noch morgen nach dem Schlafen weiterführen. Okay, oje. Um Gottes Willen. Und nicht ein Bild verkauft. Dann machen wir mal den Laden öffnen. Der war gar nicht offen. Ich habe den doch offen gemacht. Ist der von sich aus wieder zugegangen? Öffnen. Ich glaube, ich habe den Laden gar nicht geöffnet gehabt. Also das ist natürlich Pleiten, Pech und Pannen. Super. Laden war nicht offen. So, das war ein Satz mit X. Nämlich nix. Das heißt, wir gehen wieder heim. Guten Morgen. Unser Jeffrey ist schon wach. Jasmina liegt noch im Bett. Die ist gestern sehr, sehr spät heimgekommen. Und was willst du oder was kannst du nicht tun? Der hat gerade hier irgendwie rumgewedelt. Keine Ahnung, was er möchte oder nicht möchte. Gucken wir mal. Etwas essen und er hat immer noch diese komische Rudelbewährung. Wahrscheinlich ein Bug. Ja, aber wir müssen noch diese romantischen Aktionen machen. Jeffrey, wie sieht denn das aus? Musst du heute auf Arbeit gehen? Jawohl, 3 Stunden bis zur Arbeit, das halten wir noch aus. Da könntest du mal schnell Getränke noch mixen. Olga, hallo, was machst du hier? Schön, jetzt kann ich es zurückgeben. Hast du etwa die Türe nicht abgeschlossen? Ja, wahrscheinlich hier. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder. So, zu die Bude. Und was muss ich noch abschließen? Genau, oben vor dieses Balkongitter. Genau, das hier. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder. Und die Terrassentür unten. So, ich habe jetzt alle Haustüren, alle Türen mal zugeschlossen für alle außer die Familienmitglieder hier. Und Jeffrey, der mixt hier noch seine Sachen. Wieso? Nicht begonnen. Das kann ja nicht sein, der macht's doch gerade. Ach, der soll Getränk mixen und ich habe Mixen üben hingemacht. Ah, meine Güte. Dann hör mal auf, Jeffrey. Ich wusste nicht, dass das so einen großen Unterschied macht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber okay.
bereite mal Getränke zu. Getränke zubereiten, mach mal Lieblingsgetränk zubereiten. Essen zubereiten könnt ihr auch. Das ging aber schnell. Okay, ich sehe gerade hier seine Dings. Da können wir doch das gleich nochmal machen. Getränk zubereiten. Er geht auf Arbeit. Okay, kann er nicht mehr machen. Tschüss, Jeffrey. Und das ist für uns die Gelegenheit, diesen Typi einzuladen. Jasmina, du könntest jetzt bitte aufstehen. Das macht sie auch gleich. Und sie ist wach. Zieh dir mal bitte schnell was anderes an. Oder nichts. Kleidung ausziehen, wollte ich gerade drücken. So, und dann ruf mal bitte diese Herren an. Und zwar den einladen auf Grundstück, den einladen auf Grundstück und den einladen auf Grundstück. Jetzt gucken wir mal, wer kommt. Ich muss nicht mit jedem drei Sachen machen, oder? Doch. Doch, mit jedem. Okay. Also der geht rein und klopft auch an die Tür. Ich glaube, ich drehe mal die Tür um. So, also auf jeden Fall kann sie ihn mal, liebe in aller Öffentlichkeit gestehen, das machen wir nicht, freundlich, Smalltalk, kennenlernen. So, jetzt stehen die auf der Seite draußen, das ist richtig. Dann, da kannst du mal den Tag verschönern. So, und Enrico... Ich musste gerade so lachen, weil der da diesen Move gemacht hat. Ja. Und Enrico ist nicht gekommen. So, mit ihm hatten wir schon eine romantische Aktion. Das heißt, er braucht noch die zweite. Nummern austauschen. Wir machen das mal noch ganz harmlos. Und mit dem haben wir das noch nicht gemacht. Oh, da war Minus. Kompliment übers Aussehen machen. Hat sie jetzt Nummern ausgetauscht? Hat das gezählt? Hast du es gesehen? So, nee, machen sie gerade. Okay. Oha. Also, der will gar nicht. Ich soll aber mit allen die drei Sachen machen. Na dann, da können wir ja schnell Guido gut machen. Nee, da machen die hier irgendwelche komischen Sachen. Wir machen... Ich fand das eigentlich gerade gut. Ich weiß nämlich nicht, was sie für komische Sachen machen. Okay, dann mache ich das jetzt. Also, mit dem versteht sie sich gar nicht so gut. Ihm gefällt es schon eher... Ja. Conny darf sie jetzt gerne dann auch nach Hause schicken, egal ob das drei Aktionen waren oder nicht. Conny soll heim? Okay. Ja, weil eigentlich kriegt Conny die ganze Zeit Minus. Nö, der ist positiv. Der kriegt Minus. Der Max. Ah. Oha, sind die so unkompatibel? So richtig schlimm. Oh oh, Otto hat's gesehen. Naja, im Endeffekt hat er nur gesehen, dass da zwei Typen stehen. Ja, mehr hat er nicht gesehen. So, Jasmina muss auf Toilette. Ist die gegangen von sich aus? Nein, sie holt sich was zu essen und isst erstmal was. Jasmina, du musst jetzt aber auf Toilette und dann trödel mal nicht so rum, dass ich hier meine drei Aktionen machen kann. Die dritte müssen wir hier auch noch machen. Ist der andere Typi jetzt ganz gegangen, weil der oben ja nicht mehr drin ist und er ist irgendwie... So, jetzt flirten wir mal. Da gucke ich gleich mal, ob der hoch... Also normalerweise ist er reingegangen. Nö, der sitzt hier. So, und bei ihm mache ich jetzt auch noch die dritte Aktion. Bringen wir es hinter uns. Flirten. So. Also er kann ihn auch nicht leiden, ne? Irgendwie. Oh. Die haben auch Minus gekriegt und der auch. Also die sind... Dann hat Jasmina da in dem Fall erstmal Glück gehabt. Ein unbekannter Anrufer. Anrufer, hallo, kennst du mich nicht? Aber ich habe dich aus der Ferne beobachtet und habe deine Nummer über einen gemeinsamen Freund bekommen. Das ist hoffentlich okay. Nee, eigentlich nicht. Ich bin einfach Feuer und Flamme für dich. Keine Sorge, ich bin eine coole Socke. Wollen wir uns treffen? Und das darf auch noch die Bianca entscheiden. Ich habe Angst. Ja, ihr lieben Leute da draußen, ich habe das Gefühl, das ist die letzte Folge von dem Let's Play. Echt nett, aber nein, danke, weil ich habe ja da schon was angezettelt und wir müssen jetzt nicht noch eine weitere geheimnisvolle Person hinzufügen. Okay, super, Gott sei Dank. So. Das wäre aber der Jackpot gewesen. Ja. Ja, ihr Lieben, falls ihr es da draußen natürlich nicht auf dem Schirm habt, das ist unser Superstar, der da jetzt sich hätte mit Jasmina treffen wollen. Und naja, ich hätte gedacht, dass er eine Menge Geld mitbringt. Allerdings auch zwei Kinder und eine Ehefrau.
Okay, und was machen die zwei jetzt? Na, die sind nur gemeinsam aus dem Raum gegangen. Ja, sie macht jetzt Yoga. Jetzt mit dem anderen konnte ich diese drei Aktionen nicht machen mit dem Enrico. Soll ich den nochmal anrufen oder? Den braucht man jetzt tatsächlich auch nicht mehr anrufen. Und die beiden, da kannst du jetzt ganz offiziell nach Hause schicken. Denn damit ist nämlich jetzt für mich ganz klar, mit wem sie kein Baby kriegt. Okay, gut. So, aber ich muss immer noch das Baby erfüllen heute, oder? Ja. Und damit kannst du, damit das jetzt nicht zu lang wird, darfst du jetzt entweder vorspulen, bis Jeffrey nach Hause kommt, oder du darfst Jeffrey früher nach Hause holen. Und wobei, nee, wir lassen das. Die beiden sind eh angespannt. Ich halte mir das im Hinterkopf und dann musst du im schlimmsten Falle nächste Woche zwei Sachen erfüllen. Okay. Beim nächsten Mal natürlich. Ich werde mich jetzt an dieser Stelle nämlich verabschieden von euch da draußen. Bedanke mich wie immer fürs Anschauen und es war wunderschön mit dir, Kerstin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich kann das nur zurückgeben. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Bianca. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch. Die Jasmina möchte jetzt zum Otto gehen. Und wieso kann sie da rein? Hä? Und sich jedenfalls beschweren. Ich kann mit Jasmina jetzt nichts mehr machen. Ich sehe niemanden mehr. Sie geht wieder rein. Okay, Jasmina, bleib mal stehen. Stopp. Sie geht zu ihrem Hamster. So, die liebe Jasmina ist zu ihrem Hamster gegangen. An dieser Stelle werde ich aber die Folge beenden. Der Hamsterkäfig, ihr seht das, der ist total dreckig. Diese Anweisung gebe ich ihr noch. Dann werde ich das Spiel ja beenden und speichern. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Unsere liebe Bianca hat sich schon verabschiedet. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann guckt bitte bei ihr vorbei. Und nächsten Samstag könnt ihr auch wieder bei der lieben Bianca die nächste Folge schauen. Und das wird sicher richtig schön spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, also in 14 Tagen, geht's dann ans Baby machen. Bis dahin, tschüss und ciao.